Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dead Space. So. Wir sollen ja hier immer noch wieder zurück. Zu dem Start. Bezüglich da, wo wir die Luft zirkulieren lassen können. Zur Hauptkonsole. Ich hoffe mal nicht, dass mich jetzt hier noch irgendwas angreift. Natürlich eins runter. Okay, bis jetzt kommt nichts. Das ist gut. Ah, nee. Na gut, die waren jetzt nicht so schlimm. Und wenigstens geben sie uns nochmal gut Munition mit. Das ist doch nett. So, dann fahren wir noch eins runter. Und du bleibst hoffentlich auch tot, ne? Ja. Das ist gut. So, hier drinnen war... Eieiei. Okay, hier drinnen war ein Monster. What the hell? Nee, ich wollte eigentlich zu dem... War da eigentlich drinne in der letzten Folge? Oder war das hier? Ja, hier ist die Werkbank. Na gut, gehen wir mal noch mal kurz an die Werkbank ran. Wir haben nämlich einen Knoten übrig. Wo könnte ich den dann am besten reinhauen? Ich denke mal ins Sturmgewehr für Kapazität. Aber beim Ripper waren es ja zwei, die ich bräuchte. Ja, ist nicht so gut. Und beim Plasma-Cutter bräuchte ich auch zwei. Und das wäre dann auch nur Kapazität mehr. Ich könnte hier auch auf Schaden versuchen zu gehen. Das Risiko ist halt, wir haben halt dann kaum noch Knoten. Ich denke mal, ich sollte hier nochmal auf Schaden gehen. Sicher ist sicher. Weil wir müssen ja jetzt demnächst den Leviathan irgendwann treffen. Und den auch vergiften. Da ist Schaden, denke ich mal, nicht das Schlechteste, was wir haben können. Isaac, wo bist du? Hilf mir! Das ist unsere Freunde. Okay, bevor wir jetzt hier die Lufteinheiten neu starten, gehe ich jetzt kurz nochmal einmal in den Shop. Gut, einmal hier. Halbleiter verkaufen. Plasma-Energie behalten. Laserkanone können wir verkaufen. Ripper-Klingen haben wir eigentlich zu viele. Verkaufen wir mal zwei Stück. Ja. So, und dann... holen wir uns zwei Energieknoten und jetzt halt noch mal ein paar Projektile. Schaden tut das definitiv, denke ich mal, nicht. So, hier haben wir jetzt zwei groß und mittlere. Ja, ein mittleres Medipack machen wir noch mal weg. So haben wir dann halt immer Vollleistung. Gut. Die ist voll. Und die ist auch voll. Und wir haben jetzt an und für sich auch gute Munition. Dann speichern wir aber vorher nochmal. Nicht, dass wir gleich irgendwie von irgendwas überrascht werden. So.
Und dann wollen wir mal. Sämtliche Luftschächte werden geflutet. Stickstoff- und Sauerstoffsättigung werden wiederhergestellt. Abschottung des Lebensmittellagers aufgehoben. Okay, die Luftfilter funktionieren wieder. Sprich, wir kriegen wieder Luft auf dem Schiff. Und jetzt zum Leviathan. Heiliger. Das Ding ist... hat es die Röhre hier aufgefressen? Logbuch der Hydrostation. Hier spricht Dr. Cross. Ich kann kaum glauben, was ich hier sehe. Das ist verrückt. Total verrückt. Ich werde jetzt zum Schürfdeck gehen. Angeblich kommen alle Überlebenden dorthin. Jacob, ich warte da auf dich. Okay, sie wartet auf uns. Primäres Nährstofflager. Und das heißt nie was Gutes, wenn wir hier nochmal Munition kriegen. Oh Gott, dann wollen wir mal gucken. Okay. Gut. Unbekanntes Antigen ins Filtersystem injiziert. Das funktioniert. Verdammt. Das Gift war nicht stark genug. Es lebt immer noch. Rein da und mach es unschädlich, bevor es das ganze Schiff kontaminiert. Dein Ernst? Ich will das Gift mitnehmen. What the hell? Eintritt Schwerelosigkeit. Was ist das hier? Alter, wie weit das so weg sein muss. Gut, sonst noch irgendetwas hier? Ah, relativ viele Explosionskanister. Hörperklingen. Hier hinten komme ich nicht ran. Au! Okay, den ersten haben wir. Okay, den nächsten haben wir auch. Ah, komm, zeig dein. Der kleine Booty. Na los. Ah, Mann. Gut. Und jetzt? Lauf, Isaac, lauf, lauf, lauf. Wow. Jawohl. Komm, nachladen. Jawohl.
Oh, ich mag die Sturmgewehr. Wie auf Asteroiden schießen. Los. Jawohl. Geht die Munition aus. Ah, oh, Mann. Ich hoffe, das hat dir geschmeckt. Ich hab noch was für dich. Okay. Kurz zum Plasma-Cutter. Einmal kurz laufen. Wow, 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 wow. Na, wie schmeckt dir das hier? Was ist das jetzt? Bist du tot? Isaac, du hast es geschafft. Hammond, hören Sie? Die Sauerstoffsättigung normalisiert sich. Er ist schon wieder verschwunden. Kein Zeichen seiner Rick. Dann müssen wir wohl ran. Ich habe einen Plan, der uns von diesem Schiff runterbringt. Ich habe einen SOS-Sender auf dem Schiffdeck lokalisiert. Wenn wir da runterkommen und ihn aktivieren, können wir vielleicht einen Notruf absetzen. Oh Gott. Keine Ahnung, wie lange die Tür noch halten wird. Okay. Wir sollen jetzt... Keine Ahnung, wohin. Okay. Gucken wir uns hier nochmal ein bisschen bei dem Mistvieh um. Aber ich komme nicht ganz ran. Haben wir noch irgendwo Munition oder so? Ah, da oben ist noch ein Healthpack. Dann nehmen wir uns auch mit. Sonst noch hier irgendwas im Raum? Sieht nicht danach aus. Okay. Dann kommen wir jetzt wieder zurück. Denke ich mal. Ja, jetzt zeigt es mir auch an. Wunderbar. Ende gut. Der Schwerelosigkeit. Ja. Na, dann gehen wir mal wieder zurück. Falls wir überhaupt jetzt ganz zurück müssen. Ich habe eh jetzt nicht so ganz zugehört. Ja, wir müssen ganz wieder zurück. Dann sollten wir aber zwischendrin nochmal speichern und auch nochmal den Shop benutzen. Gut, speichere ich mal zuerst, bevor ich den Shop benutze. So. Zack. Und jetzt ab in den Shop. Gut, einmal Daten laden. Wir haben jetzt relativ viele von den Heilcoupons, wollte ich gerade sagen. Es war doch gut, da relativ viel zu verschießen. Jetzt mache ich mal die Ripper King komplett weg und kaufe mir dafür wieder. Wo ist es? Medipack, Luftkanister. Ne, Energieknoten. Na, ach, da sind sie. Na. So. Okay, jetzt haben wir relativ viel Projektile bei. Aber die Waffe war ja halt für den Boss mit am besten jetzt. Gut, dann einmal nachladen. Schick. So gefällt mir das. So, Hammond. Nicht da. Okay. Hat wohl schon das Weite gesucht. Aber nicht, dass er jetzt auch noch infiziert ist. Gut, Fahrstuhl fahren. Nach unten. Na gut, dann fahren wir nochmal nach unten.
Ja, stimmt, wir sind ja eben nach oben gefahren. Zügig, was heißt eben? Vor ein paar Folgen. Dieses tickende Geräusch ständig. Meine Güte. So, keiner hier? Alles gut. Gut, dann gehen wir mal das Notsignal abgeben. Ja, sieht ganz gut aus hier. Gut. Denn das nächste Kapitel abschließen. Gefahr für die Umwelt. Abgeschlossen. Sehr schön. Möchten Sie speichern? Natürlich möchte ich speichern. Ich möchte immer speichern. So. Das könnte unsere letzte Chance sein, hier rauszukommen, Isaac. In der Schiffbucht ist ein Asteroid, der nur darauf wartet, geschmolzen zu werden. Wenn du den SOS-Sender daran befestigst, kannst du ihn vom Schiff wegschießen und wir bekommen vielleicht ein besseres Signal. Der Sender ist auf dem Wartungsunterdeck. Du kannst den Asteroiden vom Kontrollraum aus starten. Mist, der Kontrollraum ist abgeriegelt. Aber es sieht so aus, als bewahren sie für Notfälle eine Zugangskarte auf dem Verarbeitungsunterdeck auf. Hätte es zur Abwechslung nicht mal einfach sein können. Ich weiß nicht, wie lange ich das Ganze noch ertrage. Tja, dann bist du aber nicht alleine. Gut. Dann gehen wir hier mal plündern. So. Ah, Rapper King. Wunderbar. Die droppen wir relativ häufig sogar. Okay, gut. Gehen wir hier nochmal den Kasten öffnen. Ah, ist Geld drin. Geld ist auch schön. Willkommen to the Mining Deck. Ja. Ah, hier sieht das aber ganz, ganz schön aus. Okay, hier ist noch ein Energieknoten. Okay, schick. Da vorne haben wir noch eine Kiste. Mit Munition, ist auch schick. Rickraum, okay. Hier werden die Ricks aufbewahrt, oder wie? Das ist aber ein relativ großer Raum hier. Na gut, gehen wir erstmal auf Plündertour. Plündertouren ist immer gut. Da haben wir sogar eine Werkbank. Okay. Hier haben wir sogar einen Shop. Auch schön. Ich denke mal, das ist dann unser Startpunkt. Hier haben wir noch ein kleines Medipack. Und dich kann ich öffnen. Munition, wunderbar. Und hier noch mehr Munition. Da kommt irgendwo einer raus. Ich höre euch doch schniefen. Na gut, scheinbar nicht. Dann gucken wir nochmal in den Shop nach, ob wir da jetzt nicht noch irgendwas anderes haben. Bezüglich nochmal das kleine Medipack verkaufen. Nö, soweit ist alles normal. Na gut, dann haben wir das kleine verkaufen. Das mittlere behalten wir. Und dann passt das erstmal. Wir sollten halt auch nicht zu viel mitnehmen. Haben wir jetzt relativ viel Schuss. Ja gut, dann speichern wir jetzt hier mal. So. Einmal hier speichern. Und dann würde ich sagen, mache ich hier jetzt erstmal einen Cut und wir sehen uns dann
in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann.